Zum Wort ist der geschäftsführende Clubobmann der FPÖ, Johann Kutenus. Aber ich möchte mich anschließen an die Dankesworte des Kollegen Nehammer, weil es ist, glaube ich, wichtig auch zu betonen, nach einer Debatte, der vielen Vorwürfe auch getätigt wurden, was hier die letzten Monate geleistet wurde unter der neuen Bundesregierung, unter dem Bundeskanzler Kurz, unter dem Vizekanzler Strache, unter dem Innenminister Kickl, einem Verteidigungsminister Hunasek. All das, was Sicherheitspolitik betrifft, all die Themen, die wir heute diskutieren und auch die letzten Monate diskutiert haben, diese Themen sind nicht nur in Österreich durchgekommen. Herr Moser, aber ich rede von Sicherheitspolitik natürlich. Die Rechtsbereinigung und die Justiz spielt natürlich auch eine große Rolle. Herr Justizminister Moser, natürlich selbstverständlich, wurde heute beschlossen. Danke für den Hinweis. Und das sind Themen, die nicht nur im Regierungsprogramm eben auch ganz klar zum Vorschein gekommen sind. Und das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Weil es war ja auch ein hartes Ringen davor in Verhandlungen, aber das Ergebnis ist das Beste, das wir sehen. Aber das sind Themen, die auch jetzt beim EU-Ratsvorsitz ganz klar schwarz auf weiß eben auch den Ton angeben, die nächsten 6 Monate. Ein Europa, das schützt. Keine Selbstverständlichkeit. Also unter einem Bundeskanzler Kern gäbe es das nicht. Man stelle sich vor, es gäbe noch immer einen Bundeskanzler Kern und andere zuständige Minister der SPÖ. Man stelle sich vor, die Liste Bild wäre vielleicht irgendwo in Regierungsverantwortung. Ja? Da würde es heißen, offene Grenzen, kommt alle hinein. Ihr bekommt unsere Sozialleistungen, für die fleißigen Bürger hart arbeiten. Gott sei Dank, das gibt es bei uns nicht, weil es ein Europa gibt, das schützt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das stellen wir auch sicher. Und es kommt auch nicht von ungefähr, dass sich mittlerweile auch im Europäischen Rat eine andere Meinung durchgesetzt hat, die mittlerweile auch schon Common Sense in Österreich und in Europa geworden ist. Nämlich eine vernünftige Zuwanderungspolitik, eine vernünftige Asylpolitik, eine Asylpolitik mit Augenmaß und vor allem eine Asylpolitik und eine Zuwanderungspolitik, die zuerst die Sicherheit der Menschen im Visier hat und nichts anderes, nämlich die Sicherheit der Bürger im eigenen Land, den Grenzschutz, den Schutz des Staatsgebietes und den Schutz der Bürger im eigenen Land. Darum geht es zuerst, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und es steht ja in der Bundesverfassung auch normiert, die Staatsgrenzen, das Staatsvolk sind zu schützen. Das war vorher anscheinend nicht klar. Das stellen wir aber sicher. Eine Selbstverständlichkeit, den Schutz des Staatsvolkes, des Staatsgebietes und der Staatsgrenzen. Und wenn wir die Reden angehört haben von denjenigen, die heute die dringliche Anfrage hier eingebracht haben und mancher Redner der, ich will nicht sagen linken Hälfte, weil es ja nur noch ein Drittel mittlerweile maximal, die hier die Bevölkerung repräsentieren, es hat sich irgendwie angehört als ein verzweifelter Schrei nach Aufmerksamkeit, ein verzweifelter Schrei nach Aufmerksamkeit eines abgewählten Systems, einer abgewählten, grauen, ewiggestrigen Epoche, die eben nicht mehr zeitgemäß ist. Es ist eine neue Zeit angebrochen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Nicht nur in Österreich, sondern in der gesamten EU. Und die Zeit der verantwortungslosen, hemmungslosen Zuwanderungsfetischisten ist vorbei, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Zeit der Willkommensklatscher ist vorbei, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist die Zeit gekommen der verantwortungsvollen Politiker, die ihre eigenen Bürger schützen, die Werte Europas schützen und jetzt nicht zulassen, dass illegale Migration übers Mittelmeer stattfindet und Menschen vielleicht auch ertrinken müssen. Auch die Zeit ist vorbei, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und noch kurz zum Herrn Erstredner, ich glaube, er heißt Bild, der gesprochen hat vom leeren Saal irgendwo. Ich kann mich erinnern an die erste Rede nach seiner Angelobung, wie leer hier der Saal war, aus einem guten Grund. Die Damen haben den Saal verlassen, aus einem sehr guten Grund. Und das sollte man sich immer in Erinnerung rufen, meine sehr geehrten Damen und Herren, warum die Damen hier bei der ersten Rede St. Pils den Saal verlassen haben. Ja, da wird keine, bei der Angelobung, ja, wie auch immer, das ist halt so kleinlich. Da wird keine Show oder mittlerweile schon eine sehr, sehr müde Show, gebe ich zu. Ja, darüber hinweg
täuschen können, eine Tragikomödie kann man es auch nennen, dass hier bei der Angelobung der Herr Bilz eben erfahren musste, dass die Frauen den Saal verlassen haben, aus gutem Grund. Ja, aus gutem Grund. Aus dem Grund auch, warum wir zum Beispiel die Kölner Silvesternacht kritisieren, wo Frauen begrapscht wurden. Ja, wahrscheinlich ist der Bilz deswegen für Massenzuwanderung, ich weiß es nicht, aber das bleibt so auch, meine sehr geehrten Damen und Herren. Eine neue Zeit sei angebrochen in Österreich und auch in Europa, sagt FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus. Das alte System sei abgewählt worden.